Danke schön. Vielen Dank. Sie machen mir es von Anfang an ein bisschen leichter. Herzlich willkommen, liebe Skala, Publikum hier am Königlberg. Aber das, darum geht es ja halt. Das ist da also, was immer Sie in den letzten Tagen und Wochen gehört haben. Dies ist also dieser rot-weiß-rote Wurlitzer. Das Aussehen hier ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Es soll uns in der Optik beruhigen. Dahinter steckt unheimlich viel Technik. Ich verstehe es auch nicht ganz, aber ich kann es ein bisschen erklären. Also da geht es mit Leitungen zu Bildplattenspielern und da gibt es Laserstrahlen und da gibt es Computertechnik. Und das kann ich alles nicht beeinflussen. Ich kann nur die Knöpfe für Sie da drücken. Aber ich hoffe, dass das wirklich funktioniert. Es ist eine österreichische Unterhaltungsidee und es ist eine Weltpremiere insofern, wenn es funktioniert, bis jetzt hat es immer, wenn es also auch hier funktioniert, es ist weltweit im Fernsehen das erste Mal der Fall, dass wir ein Programmangebot von über 100 verschiedenen Möglichkeiten anbieten können. Dann sagen Sie, welche Knöpfe gedrückt werden sollen und innerhalb von, ich kann dann mitzählen, 5 Sekunden, sollte also der entsprechende Beitrag kommen. Das ist halt das Tollste, was wir am Service anbieten können. Ich hoffe, dass Sie damit Freude haben. Für mich ist das auch eine schöne Sache. Ich mag Sendungen, wo ich nicht weiß, was passiert, was kommt. Außer es werden persönliche Kleidungsstücke von mir zu wohltätigen Zwecken versteigert. Aber sonst habe ich es ganz gern, vorher wirklich nicht zu wissen, was geschieht. Ich habe das Gefühl, es hat mir jemand sein Lieblingsspielzeug anvertraut und es gehört sich einfach, dass ich Ihnen den Vater des Gedankens vorstelle, der dann sein ORF-Team dran gesetzt hat, die Idee zu verwirklichen, mein Chef Ernst Wolfram Marbo. Naja, wir haben überhaupt viel Technik halt im Studio. Da drüben gibt es auch etwas, was wir im ORF, soviel ich weiß, noch nie in Verwendung hatten. Es hat einen englischen Namen, Vidi-Wall heißt das Ding, also Seh- oder Schaumauer. Es kann hier das Bild auf 36 Einzelteile aufgesplittet werden. Sie sehen also meinen Schädel jetzt 36-fach zerlegt. Und das Ganze kann man aber dann auch noch, man kann es also ganz auf Einzelbilder aufteilen, man kann es auch auf Rundlaufbilder aufteilen mit einem Mittelbild oder wir können es österreichisch lösen, also da links oben Viertel unter Mannhardsberg und Mühlviertel und Waldviertel und Weinviertel, was auch immer. Und ich glaube, das ist auch eine ganz tolle Sache der Unterhaltungselektronik, die wir hier anbieten. Auf dieser Wand wollen wir Sie gleich was miterleben lassen. Ich meine, die Österreicher sind ein Volk, die sich ihrer Ideen nicht zu schämen brauchen. Und wenn wir heute schon zum ersten Mal den rot-weiß-roten Wurlitzer vorstellen, dann wollen wir Sie alle noch auch einmal daran teilhaben lassen, wie wir ihn der Fernsehwelt präsentiert haben. Sagen Sie ruhig wir und uns, denn wir wollen ja, dass Sie alle gemeinsam auf die Idee im Endeffekt stolz sind. Sie wurde in Cannes, wurde der rot-weiß-rote Wurlitzer zum ersten Mal vorgestellt. Und wie es dort war, das werden wir Ihnen jetzt am Beginn der ersten Sendung ganz gerne zeigen. Also bitte kommen Sie mit uns nach Cannes. Das ist Cannes. Der Vorteil für uns, wenn wir ein paar Stunden vor der Sendung noch nicht wissen, wie die Sendung wird, dann gibt sie uns natürlich die Möglichkeit, vieles in letzter Minute zu entscheiden. In letzter Minute haben wir dieses Material in unsere Sendung bekommen. Falco auf dem Rathausplatz und was liegt näher, Falco hier im Studio beim rot-weiß-roten Wurlitzer. Daher. Du, ich höre das immer wieder gerne, nämlich wenn mir jemand erzählt, wie denn das war, den Hans Krankl haben wir heute schon gefragt, wie war es denn bei dir gestern? Schau mich an, ich schwitze jetzt noch. Du hast das gesehen, also ich schwitze jetzt noch. Ja. Es war der Wahnsinn, was die Quintessenz aus der ganzen Geschichte für mich ist. Es hat sich gestern am Rathausplatz manifestiert, wir haben eine österreichische Musikszene. Ich kann mir nicht vorstellen, dass vor 5 Jahren es möglich gewesen wäre,
einer Rockband, einem Rockmann, wie ich es bin. Ich bin so rocky, you know. You know it? Yeah, I do know. You do know. An der Wiener Festwocheneröffnung teilzunehmen. Ich glaube, dass das also sicherlich nicht nur der Verdienst von uns Musikern waren, sondern auch sicher der Verdienst der Leute, die für die Kultur bei uns zuständig sind. Und das ist eine große Ehre für mich. Es war ein Wahnsinn gestern. Es waren 40, ich würde sagen, unterkante 40.000 Leute. Ich glaube, es bewegen sich die Zahlen so zwischen 40 und 50.000. Also und mit einem Wort, du hast es genossen. Wahnsinnig, es war Wahnsinn. Sag, mir haben Fachleute gesagt, Amadeus ist genau auf Amerika-Zug. Warte, du hast mein Kabel entzwickt. Nein, schon erledigt. Ob es entzwickt? Geht schon wieder. Okay. Amadeus wäre genau auf Amerika zugeschnitten, wäre ein Titel, der dort unbedingt ein Hit werden muss. Was meinst du? Glaube ich nicht. Also, ich meine, Amadeus, Mozart war doch ein Sohn Österreichs und der war ein Hit in Amerika und ist immer nur ein Hit. Ich halte es für legitim, als Österreicher eine Nummer zu machen, die also einen Mann aus dem 18. Jahrhundert auf unser Jahrhundert irgendwie transportiert. Und ich sehe da eigentlich überhaupt nichts lieber Falco, Amerikanisches dabei, weil wir sind Österreicher und das bleiben wir. Da du weißt, wie sehr ich dich mag, du hast mich jetzt ungeheuer verblüfft, du hast fast lippensynchron die gleiche Antwort wie in Ö3 gegeben. Tatsächlich. Ich habe das schon, aber fantastisch. Aber lieber Peter, du darfst von mir nicht erwarten, dass ich von einem Tag auf den anderen meine Einstellungen ändere. Also so ist es. Gut, ne? Touché, touché. Was hast du in nächster Zeit vor? Wann kann ich das österreichische Publikum jetzt doch live sehen? Obwohl du mal gesagt hast, da bleibt nichts über. Peter, also was hast du vor? Schau, wenn du mich so fragst, dann habe ich also in nächster Zeit vor, gezwungenermaßen älter zu werden, reifer zu werden, ich hoffe, besser zu werden. Ich mache eine LP über den Sommer und gehe, jetzt habe ich schon so oft gesagt, jetzt muss ich es dann einmal machen. Ne? Ja. Ich gehe also sicher im Herbst auf Tour. Gut. Mit dieser Band, die eben zu sehen war. Älter, reifer, besser, dabei können wir da nicht helfen, aber für die Tournee können wir was tun. Im Herbst ist also der Falco auf Tournee. Jetzt würde ich dich bitten, dass du uns hier hilfst. Warte, entschuldige, ja? Ganz kurz. Wann macht einmal der Rap mit mir einen Rap? Ich muss erst überlegen, ob das ein unmoralischer Antrag ist. Jederzeit. Okay, let's talk about it, okay? Yes, I speak fluently sometimes. Telephone, yeah. Sure, du, hilfst du mir? Ja, yeah, sure. Würdest du das Mikro nehmen? Right, bitte, yeah. ich sag's Ihnen, du warst lang in Amerika, gell? Reagan, Brezhnev, der war auch Kranke. Ja, aber der Hans ist ja leider schon gegangen. Ich glaube, der Trainer hat gesagt, er soll gehen oder so, weil ich hätte ja, also machen wir das jetzt. Wäre aber nicht schlecht gewesen, wenn der gestern Englisch können hätte. Psst. Bitte. Wie du meinst. Sie kennen die Nummer und ich bitte Sie wieder, sobald wir ein Gespräch haben, alle anderen dann auflegen. Wenn es leid, darfst du das übernehmen. Das ist immer wahnsinnig. Ist das ein Telefon? Okay, ja. Dann. Ja. Die Nummer ist 062 480. Es läutet. ORF, Johann Hölzl, Falco. Grüß Gott. Ja, grüß dich Gott, Pichler spricht. Wer spricht? Pichler. Pichler, ist ein guter Name. Grüß Gott, Herr Pichler. Aus Enz. Und ich möchte aus gerne Enz. Sport. Er will Sport. Er will Sport. Welchen Sport? Na ja. Fußball. Pass auf, das ist eigentlich... Was, Hans, biete ihm, Falco, biete ihm an. Rapid Celtic haben wir schon gehabt. Wir hätten da das Tor Österreich gegen die BRD. Dann haben wir Skifahren, Hahnenkamm, Trippelsieg, Tennis, Wimbledon, Finale, also bitte, Skifahren, Toni Seiler, Skifahren, Annemarie Moser, Skispringen, Schnabel, Skifahren, Karl Schanz und Formel 1, Niki Lauda. Ich muss dich unterbrechen. Herr Bicher, ja? Hören Sie mich? Ja? Ja. Es ist nämlich ja so, an und für sich habe ich mir gewünscht, dass wir das WM-Dürdel vom Hansi Krankl reinnehmen. Wenn es dann nicht so gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, wir wollen das WM-Tüdel vom Hansi Krankl, aber wir machen es trotzdem für Sie, nachdem Sie sich ja das WM-Tüdel wünschen, glaube ich. Nein. Ne? Ja, aber das geht in Ordnung. Wünscht er sich das nicht? Jawohl. Ist das okay? Ja. Okay, dann machen wir das. Moment. Herr Bichler, nicht lassen Sie ihn überrollen. Waren Sie wirklich mit dem Falco einer Meinung? Ja, das bin ich. Ja. Absolut, na schau her. Endlich okay. Einer, Peter. Gut. Okay. Herr Pichler, danke schön, auf Wiederhören. Danke, Wiederhören. Lieber Falco, übernimmst du bitte F2 Österreich gegen die BRD, WM 1978. Ich bitte jetzt schon alle deutschen Urlauber um Entschuldigung, es ist ein altes Spiel. Du sagtest also F2, warte, lass mich das nochmal kontrollieren. F2, jawohl, F2.
2. Ich drücke F. F und 2. Und ich drücke 2. Herr so. Pichler, jetzt kommt der Hansi. Das war aber ein Traumtor. Ich sehe es auch immer wieder gern. Ja, gerne, gerne. Magst du da was? In Cordoba trifft Österreich auf die Bundesrepublik Deutschland. Mit diesem Volleyschuss stellt Krankel auf.